Willkommen zurück zu This War of Mine und willkommen zurück zu Vaters Versprechen, Emilia wiederzufinden und Medikamente für sie dabei dann auch zu haben. Wir haben beim letzten Mal wieder einige Sachen gefunden. Diesmal wollen wir dann auf jeden Fall auch eine Schaufel bauen. Und die Frage ist, ja, hier fehlt uns jetzt wieder Holz. Haben wir eigentlich Essen da? Nur Medikamente, ne? Klettern wir hier mal hoch zu unserer Werkstatt in der Küche. Scheiß drauf. Nee, nicht auf die Schaufel. Die werden wir noch brauchen. Es wird alles zu schwer. Aber Emilia ist es wert. Er ist mittlerweile wieder sehr müde. Jemand tötete meinen Bruder und entführte Emilia. Die Hinweise deuten auf die Schule oder die Tankstelle. Beenden wir die Nacht, den Tag, um in der Nacht wieder loszuziehen. Hier an der Schule hatten wir nur einen gefunden, einen ansprechen können. Und der konnte uns nichts zu Emilia sagen. Ich wollte mal sagen, wir gehen jetzt in die Tankstelle. Vielleicht sind wir da direkt erfolgreicher. Nehme hier unsere Ausrüstung mit. Nicht mehr das Plüschtier. Weil wir erstmal erwarten, Hinweise für sie auf sie zu finden. Sieht so aus, als hätten die Menschen sie leergeräumt, da sie nach den Bombardierungen nicht hochgegangen ist. Okay. Das nehmen wir soweit mit, aber ansonsten suchen wir jetzt erstmal wirklich nach Hinweisen. Plündern ist zweitrangig. Hier, bitte schaufeln. Die Schaufel leistet gute Arbeit, ja, siehst du? Doch nicht drauf geschissen. Haben wir hier. Da hören wir was. Unter dem Tisch ist eine Nachricht. Nicht wirklich versteckt, aber sie könnte leicht übersehen werden. Der Handschrift nach zu urteilen, muss sie von einer Frau geschrieben worden sein, in aller Eile. Miloš, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich konnte nicht länger warten. Ich habe etwas Schmuck in den Büchern versteckt. Such im Keller nach ihm, in den Kartons, hinter der verriegelten Tür. Benutze ihn. Bleib am Leben. Bitte. Kann ja nicht weiter runter scrollen. Gott beschütze dich. Es tut mir leid. Okay, also im Keller in den Kartons, hinter der verriegelten Tür. Schmuck in Büchern. Gucken wir hier jetzt erstmal durch. Schmuck interessiert uns jetzt eher nicht. Hier. Da ist jemand. Hallo, ich habe einige Sachen zum Tauschen da, sagt er. Okay. Entschuldigung, ich suche nach meiner Tochter, ein kleines blondes Mädchen, 10 Jahre alt. Hast du sie gesehen? Nein, ich habe sie ziemlich sicher nicht gesehen. Bist du dir sicher? Ich glaube, jemand hat sie hierher gebracht. Todsicher. Aber da du schon mal hier bist, könnten wir handeln. Ich habe wirklich gute Ware. Na, mal schauen.
Also ein Waffenteil. Damit könnten wir uns dann ein Messer bauen. Und Medikamente und Essen brauchen wir aber auch. Finden ihm Materialien, können ihm nichts anbieten. Die Ausrüstung, das reicht ihm nicht. Können wir ihm den Dietrich noch geben? Nee. Sagen wir erstmal nicht interessiert. Da das jetzt aber schon sehr interessant ist. Stört ihn das eigentlich, dass wir hier jetzt gerade plündern? Also, wir müssen halt auch essen. Was ist das? Kräutermedizin. Das ist Zucker, okay. Ohne Zucker gäbe es keinen Schnaps. Essentieller Bestandteil für den Gärungsprozess. Ja, das ist wahr. Ah, aber da finden wir Waffenteile. Aber das Buch wollen wir auch haben. Düngemittel brauchen wir eher nicht. Lassen wir das hier mal. Gehen wir mal zu ihm. Wir haben jetzt eh ein ziemlich volles Inventar. Also ich hätte ganz gerne das Essen. Vielleicht sogar zweimal essen. Und dafür bekommst du Zucker. Das reicht dir aber nicht. Die Zigarette. Heute Medizin nicht. Das reicht ihm jetzt aber nicht mehr. Ist okay. Ja. Wasser reicht ihm auch nicht dazu. Kräuter reicht ihm nicht. Wie viel will er denn für ein Essen bitte haben? Ja, so viel sollst du aber gar nicht bekommen. Kräuter dienen der Herstellung von Kräutermedizin und Drehtabakzigaretten. Okay, was können wir denn hier jetzt alles rausnehmen? Also die Kräutermedizin schon eine Menge wert. Okay, das wäre besser als gar keine Medizin. Ich denke, dann können wir die aber nicht wegtauschen, wenn wir unbedingt Medikamente für Emilia brauchen. Nee. Und die anderen Sachen reichen ihm nicht, die wir ihm geben können. Mit dem Buch auch nicht, dann sind wir nicht interessiert. Dann möchte ich hier jetzt nochmal runtergucken. Vielleicht kommen wir noch an die... Was ist das? Hinter der versperrten Tür soll ja was sein. Wir brauchen aber ein Sägeblatt, um da durchzukommen. Das haben wir nicht. Aber hier finden wir selber Essen. Das ist hervorragend. Dann... Die brauchen wir nicht akut. Nehmen wir das mit. Was lassen wir denn dann hier? Denke ich, lassen wir den Zucker hier. Finden wir hier was Interessantes noch im Haufen?
Ja, auch nochmal eine Menge interessanter Kram. Aber kriegen wir nicht mit. Und das Essen ist jetzt wichtiger. Möchte ich jetzt einmal hochgucken noch. Den kennen wir schon. Und da können wir nur noch weitere Sachen plündern. Also hier ist halt noch einiges an Stuff. Was könnten wir denn jetzt hier im Grunde genommen hergeben? Eigentlich nicht, weil wir alles brauchen. Aber mehr Essen wäre auch schon ganz interessant. Aber unser Holz will er anscheinend nicht haben. Was haben wir denn im Rucksack? Nee, davon will er nichts. Gucken wir hier mal. Kommen wir hier hoch? Kommst du da doch nicht hin? Nee. Okay, also hier haben wir keine Hinweise auf dem Weg gefunden. Dann müssen wir also doch wieder in die Schule. Wir wurden ausgeplündert. Jemand ist in unseren Unterschlupf eingebrochen und hat unsere Sachen gestohlen. Dinge, die sie gestohlen haben: 2 Zigaretten, unsere Patrone, ein bisschen Tabak und Wasser. Okay. Hoffentlich kommen sie nicht die nächste Nacht direkt wieder. Essen kochen auf jeden Fall. Und sie haben zum Glück nicht die Medikamente mitgenommen. So, stellen wir hier zweimal irgendwie nicht genügend Holz. Für die Brücke nicht genügend Holz. Essen kochen. Endlich mal wieder essen. Ich kann verstehen, dass er mittlerweile ziemlich deprimiert ist. Einsam hier. Ich hätte nichts gegen eine weitere Portion. Okay, dann hau rein. Das reicht ihm jetzt erstmal. Können wir was Sinnvolles bauen? Ne, ich möchte jetzt nochmal... Nein, zurück. Die Vorräte sparen. Wobei, das Messer möchte ich noch herstellen. Da haben wir jetzt hier 3 Waffenteile für. Was bringt es schon? Ja, werden wir herausfinden. Wir haben gewonnen. Aber zu welchem Preis? Wir können nicht lange so weitermachen.
wer hat gewonnen und also wer ist wir und was gewonnen. Dann hau dich mal ins Bett. Beenden wir den Tag. Aber es ist langsam auch schon kühler geworden, 14 Grad nur noch. Dann nehmen wir die drei Sachen wieder mit. Und ich denke, unser Messer nehmen wir auch schon mal mit. Sicher ist sicher. Jetzt kennen wir uns hier schon ein bisschen aus hier. Dann, wenn wir hier durchgehen, würden wir auch viel schneller dahin kommen. Hätten wir uns oben gar nicht durcharbeiten müssen. Sicherheitshalber nochmal reinspähen. Okay. Wobei, habe ich hier aber die Tür von der anderen Seite blockiert. Direkt wieder runter. Mal durchgucken. Niemand da. Oh, da ist auch niemand anderes drin. Und noch einen Moment. Sagt da jemand? Das sind zwei Typen. Fragen wir ihn mal. Oder sie? Entschuldigung. Entschuldigen Sie, ich suche meine Tochter. Haben Sie sie gesehen? Was? Ein Kind? Oh mein Gott. Was ist passiert? Wissen Sie etwas? Sie müssen es mir sagen. Man hat mir mein eigenes Kind genommen, mein armer Junge. Er war gerade 7 Jahre alt. Es tut mir leid, ich wusste das nicht, aber wir können immer noch meine Tochter retten. Jetzt ist er fort. Warum haben Sie mich an ihn erinnert? Warum kann ich nicht einfach vergessen, was passiert ist? Lassen mich in Frieden. Weißt du was? Habt ihr einen Mann mit einem 10-jährigen Mädchen gesehen? Sie ist meine Tochter. Hab schon seit einer Weile keine Kinder mehr gesehen. Aber ich habe ein paar Soldaten gesehen. Wo? Diese dreckigen Bastarde sind schlimmer als Straßenräuber. Ein Haufen elender Mörder und Vergewaltiger. Du solltest beten, dass nicht die deine Tochter haben. Ja, das tun wir schon. Sie ist schwer krank. Sie würden doch wohl einem kranken Kind nichts antun. Wer weiß. Da unten ist noch jemand. Und hier hinten können wir irgendwie nichts erkennen so richtig. Was haben wir hier? Kräutermedizin. Das sah auch ein bisschen nach Medikamentenschrank aus. Will ich hier mal runtergehen? Können wir was untersuchen? Medikamente in großen Mengen, viele schmutzige Bandagen. Wie konnten sie einen so großen Vorrat anlegen? Könnten sie die Apotheke meines Bruders ausgeraubt haben? Fragen wir hier mal nach. Ey, Fremdling. Warst du in letzter Zeit bei der Apotheke? Meine Tochter war dort. Hast du vielleicht gesehen, wohin sie gegangen ist? Wo wir waren, geht dich nichts an. Und jetzt verpiss dich. Du verstehst das nicht. Sie ist schwer krank. Wenn du etwas weißt, musst du es mir sagen.
Du hast wohl Dreck in den Ohren. Ich sagte, verpiss dich. Wenn wir ihm was geben? Also, nee, das wollte ich nicht. Aber die sind mir jetzt alle schon ziemlich verdächtig, deswegen gucke ich hier mal durch. Liegt da jemand? Ist die Person tot? Eine Menge Holz. Nehmen wir davon mal einiges mit. Wasser haben wir ja, denke ich, noch einiges. Ich will trotzdem mal auf Nummer sicher gehen. Die sind mir suspekt. Die haben hier so viele Medikamente. An der Tankstelle war nichts. Das heißt, von denen hier muss jemand was wissen. Er könnte Informationen über Emilia haben. Okay. Ich suche nach meiner verschwundenen Tochter. Ein kleines, blondes Mädchen. Oh ja, ich habe sie gesehen. Oh Gott, wirklich? Sag mir bitte alles, was du weißt. Du hilfst mir zuerst. Dann helfe ich dir. Ich habe großen Hunger. Wenn du mir etwas zu essen bringst, werde ich dir erzählen, was ich weiß. Was hältst du davon, wenn du es mir sofort erzählst und ich dir dafür nicht den Arsch aufreiße? Also, wenn du mir wehtust, werde ich kein Wort sagen. Und wenn du mich tötest, findest du deine Tochter nie. Du willst sie retten? Bring mir das Essen, ich werde hier warten. Für meine Informationen verlange ich etwas zu essen. Ich bevorzuge Konservendosen, aber zur Not tut's auch rohes Essen. Bin ich nicht großzügig? Und wir brauchen dreimal rohes Essen für ihn. Warte eine Sekunde. Ich glaube, gefunden haben wir Essen hier noch nicht, ne? Er bleibt definitiv hier unten sitzen. Oh, hier. Die Morgendämmerung hat uns jetzt definitiv überrascht. Tag 9. Und was der 9. Tag bringen wird, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, alles Gute.